Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start mit einem neuen Sound of War Video. Eigentlich war für heute ein ganz anderes Video geplant. Das ist auch schon fertig geschnitten und auch schon fertig gerendert. Also perfekt, komplett fertig zum Hochladen. Aber heute Morgen kamen interessante Neuigkeiten rein bezüglich der neuen Monster und neuer Skins und einem neuen Update. Deswegen schiebe ich das Video hier nach vorne. Und das Video, das ich für heute eigentlich aufgenommen habe, wird dann einfach morgen kommen. Heute reden wir über YDCBs Leaks, dann die neuen Monster, Chakram Shaman und Boomerang Warrior und die Skins. Ich denke, wir beginnen einfach mal mit den Skins, weil wir die hier so schön direkt sehen können. Wir gehen einfach mal zur Imager-Galerie und dann können wir jedes Monster uns einfach mal in Ruhe anschauen. Können wir die einzeln anklicken? Nicht. Können wir das wenigstens so größer machen? Auch nicht. The fuck? Warte, da machen wir das, glaube ich, so, dass wir auf jedes einzeln klicken. Auf Giphy Cat. Okay, können wir das wenigstens groß machen? Ich kann es euch nicht groß machen, es tut mir leid. Oder doch? Doch, es geht. Wow. Wow. Okay, jetzt seht ihr die Monster groß. Wir beginnen nochmal vorne. Also, wir beginnen mit unseren Bestienmönchen. Ich weiß noch nicht, wie die genau heißen, aber jetzt seht ihr wenigstens, wie die aussehen. Also die 3D-Models, die sich auch noch drehen. Sieht ziemlich cool aus. Also, sie werden quasi zu so einem Admiral. Und was sehen wir hinten? Sind das so arabische Zeichen? Naja, ich weiß nicht, ob das arabisch ist oder ob das einfach nur so eine Linie ist. Wir stoppen mal einfach an der Stelle hier und gehen mal ein Stück zurück. Alright, hier haben wir es. Ich bin ein bisschen zu blöd mit dem Stoppen. Ich glaube, das sind keine arabischen Zeichen, das ist einfach nur so eine Linie. Also, Fazit von den ersten, von der ersten neuen Formwandlung. Sieht nice aus. Ich finde, die sehen Beast aus, ha? Wie so richtige Biester. Das Ding ist, wenn ihr euch jetzt fragt, Heaven, willst du die kaufen? Ich weiß es nicht. Also ich habe genug Steine. Ich habe einen Retash. Aber ich finde auch die normale Form cool. Also es kommt darauf an, wie die Skill-Animation aussieht. Was ich sehr cool finde, ist, die haben ihre Hände nicht in der Jacke drin, sondern die haben die Hände so unten und haben die Jacke so hinten so hängen. Das sieht nice aus. Okay, gehen wir mal zum nächsten. Also das sind die Beast Monks. Dann haben wir als nächstes Cowgirl. Ich muss sagen, die Cowgirls sehen gut aus. Warte, ich mache es für euch wieder bereit. Die Cowgirls sehen gut aus, aber who the fuck baut ein Cowgirl? Also eine hat, oder eine ist ganz gut in Necro, glaube ich, aber dann bringen die Skins nicht so viel. Und Light wurde jetzt öfter benutzt. Aber im Prinzip ist die auch nicht so gut und wird nicht so oft benutzt. Also der Skin, wir fangen mal von vorne an, sieht nice aus. Die erinnern mich so an Anime Girls. Also die blaue erinnert mich so an Hatsune Miku. Die rote, weiß nicht. Aber auf jeden Fall an Anime Girls alle irgendwie. Und ich finde den Skin wirklich schick. Und die blonde, also Light Cowgirl, gefällt mir, glaube ich, am besten. Die sieht nice aus. Wobei die mit den dunklen Haaren sieht auch nice aus, also Dark Cowgirl. Alle sehen irgendwie gut aus. Ja, mir gefallen alle. Also Fazit, definitiv kein Kauf, aber ein mega cooler Skin für ein Monster, das leider sehr selten verwendet wird. So, nächstes Monster. Da haben wir jetzt die Würfelmagier. Ich habe keinen gebaut, deswegen hat das mit mir sowieso nicht viel zu tun. Die sehen jetzt so aus wie so ein verrückter Professor. Finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Mir gefallen die Skins hier wirklich sehr. Also das, die Haare sind cool und die Würfel sind, glaube ich, größer geworden. Und die Brille so über den Augen sieht auch nice. Also ich bin wirklich sehr, sehr auf diese Skill-Animation gespannt. Aber schick. Also ich habe keinen davon. Beliebt sind... Naja, Wasser ist nicht so gut. Ich denke, Feuer ist am beliebtesten. Wind ist so lustig. Und dann natürlich Light, wenn man einen hat. War damals total beliebt in RTA. Jetzt sieht man den auch noch sehr selten. Ist trotzdem nach wie vor ein gutes Monster. Und Dark wird eigentlich auch unterschätzt und ist ganz gut, dieser Monteboy. Aber die Skins gefallen mir. Naja, gehen wir mal zum nächsten. Wir haben noch welche. Noch zwei Stück. Bevor wir zu den Dragons kommen,
gehen wir mal zuerst zu den Hafenmagierinnen. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, der einzige Skin, der mir nicht so gut gefällt. Aber ist vielleicht mein persönlicher Geschmack bei allen Skins bisher, dass mir diese Cyber-Hightech-futuristische Variante bei den Skins meistens nicht gefallen hat. Also die Hafenmagierinnen gefallen mir in der normalen Form schon ziemlich gut. Und die haben ja schon so diese Musik-Aura. Und jetzt werden die quasi zu so einem Cyber-Alien. Also früher waren es Ameisen und das sieht jetzt schon so nach so einem Außerirdischen irgendwie aus. Aber als kleiner Hinweis für morgen, ja, merkt euch das, schaut auf die Haare von der Hafenmagierin. Jetzt seid ihr bestimmt verwirrt, aber das müsst ihr euch wirklich merken, wenn ihr euch morgen das Video anschaut. Schaut auf die Haare von diesen Monstern hier. Achtet ganz genau darauf. Aber im Prinzip, es sieht nicht schlecht aus. Das muss ich schon sagen. Der Skin ist wieder gut animiert oder gut gestaltet. Gut designt, nicht animiert. Gut gestaltet. Aber ich mag dieses Cybermäßige nicht. Und ich mag die normale Form schon sehr, sehr gerne. Aber er sieht auch nicht so schlecht aus. Ich will es nicht schlecht reden. Aber irgendwie sind alle Skins diesmal gut. Okay, jetzt kommen wir zu den spannendsten. Zyros, beziehungsweise die Dragons. Leider ist der Bikini-Zyros-Traum nicht wahr geworden, aber dennoch haben wir einen echt coolen Skin bekommen. Damn, schaut euch diese Drachen an. Die sehen jetzt richtig krank aus. Damn, ich bin so auf die Animation gespannt. Wow, das wird bestimmt mega. Also ich bin echt total gespannt. Light Dragon. God damn, der sieht gut aus. Dark, naja. Ich mag dieses Lila nicht so sehr. Wir gucken uns die nochmal an. Bird ist nice. Gefällt mir. Ja, dieses Schwarz-Blaue passt sehr gut. Zyros ist nice. Dieses Rot-Schwarze. Und Jamir und Zyros, ich habe kaum Unterschied bemerkt. Also es ist ein bisschen heller bei ihm. Aber damn, dieser Light Seraph, der sieht so gut aus. Wow. So, und jetzt nochmal zu dem Skin. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir kaufe. Ich meine, ich habe hier einen Zyros. Ich benutze Zyros total gern. Ich bin hier wirklich auf die Skill-Animation gespannt. Warte, ich gehe nochmal zu Zyros. Hier ist Zyros. Bin auf die Skill-Animation gespannt, wie alle Skills aussehen. Ich denke, der erste wird jetzt nicht besonders sein, aber bin gespannt, wie gut dieses Feuer animiert ist. Wenn ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber ich muss sagen, den normalen Zyros finde ich auch schon sehr, sehr, sehr cool. Aber der sieht auch gut aus. Also ich muss sagen, die Formwandlungen sind echt amazing. Also hier sehen wir nochmal alle in so einem Bild. Ich mache euch das nochmal groß. Sieht schon cool aus. Ja, also am liebsten mag ich, glaube ich, die Drachen. Danach kommen schon die Cowgirls. Und dann die Bestienmönche mit den Dice-Magiern und zum Schluss die Hafenmagier. Aber nur, weil es meine persönliche Vorliebe ist, dass ich dieses Cybermäßige aus den Monstern rausnehme. Und naja, dass die so normal bleiben. Und ich habe ja wirklich befürchtet, dass die Drachen auch so einen Cyber-Look bekommen wie die Phönixe. Und das ist nicht der Fall. Also die Drachen sehen eher so, wie soll ich das sagen, so, keine Ahnung, mystisch aus. Irgendwie so, keine Ahnung. Gut, ja, die Drachen sehen eigentlich gut aus. Und nichts Cybermäßiges. Die haben nicht so einen Helm auf oder so und schießen so Plasmafeuer oder so. Oder Plasmafeuerbälle. Sondern sehen so natürlich aus. Als würde der quasi gerade aus so einem Vulkan rauskommen. Schick, schick. Lasst mich wissen, welche Formwandlung euch am besten gefällt. Welche ihr euch kaufen werdet. Und ob ihr euch darauf freut. So, auf zum nächsten Thema. Aber das war natürlich auch schon sehr spannend. Finde ich echt nice. Bevor wir zu den Skills von Monstern kommen, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Whitey hat nämlich in seinem Stream über das neue Update gesprochen. Und dazu gibt es ein paar Infos, die uns helfen können. So, die neuen Monster kommen innerhalb der nächsten 5 Tage. Das heißt, heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Kommen Sonntags-Updates? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich Montag.
denke ich. Montag wird vielleicht das neue Update kommen. Aber hier steht, die neuen Monster inklusive der Zwillinge. Das heißt, wahrscheinlich kommen mehr als nur diese zwei neuen Monstertypen. Wenn ja, wäre das mega. Neue Transmogs, das haben wir jetzt auch schon rausgekommen. Das neue Update kommt innerhalb der nächsten 5 Tage. Wahrscheinlich mehr Monster, vielleicht Net 5s, die zusätzlich zu den neuen Zwillingen ins Spiel kommen. Die Zwillinge sind wahrscheinlich Net 4s. Das sind alles nur Spekulationen. Warten wir mal darauf ab, was dann genau kommt. Und dann schreiben die noch so, was dann für Net 5s wahrscheinlich Transmogs bekommen. Aber das haben wir jetzt schon rausgefunden. Also der Reddit-Post ist schon 10 Stunden alt. Und die Transmogs sind 6 Stunden, also kamen 4 Stunden danach. So, jetzt zu diesen neuen Monstern. Hier hat der nette Xandro etwas für uns rausgefunden. Großes Shoutout an ihn. Der postet anscheinend einige Sachen bezüglich Summoner's War und hat schon vielen Leuten da sehr geholfen. Also großen Daumen nach oben für dich. So, hier sieht man alle Skills. Naja, alle vorläufigen Skills von den Monstern. Wir wissen noch nicht, wie hoch die Multiplier sind, was sie beim Erwecken bekommen, wie die Stats aussehen, was es für Net-5-Typen sind und wie die genau. Nein, was es für Net-Typen sind und wie die genau aussehen. Also, ob das Net-5 sind oder Net-4s. Wir haben damals gesagt, wenn es Net-5 sind, ist das BS, weil man ja 2 von denen braucht, um das komplette Potenzial auszuschöpfen. In den Kommentaren steht, dass die wahrscheinlich denken, dass, wo steht denn das? Dass die wahrscheinlich Net 4s sind und die Light and Dark Monster Net 5s. Also das könnte ich mir auch vorstellen, das haben wir schon bei vielen anderen, auch bei den Hafenmagierinnen. Also dass die eine Variante die normalen Elemente Forsters sind und die anderen Net 5s sind. Ich finde es jetzt gerade leider nicht. Aber hier, ja. Klingt danach, als würde Wind, Wasser und Feuer Net 4s werden und Light and Dark die Net 5s. Ich halte daran fest, dass es keine Net 5s werden, aber die klingen sehr stark zusammen. Alright, und dann schauen wir uns jetzt mal diese Monster an. Also wir haben einmal Chakram Shaman. Heißen nicht diese Salamander? Einer heißt doch von den Salamandern Shaman, oder? Und Boomerang Warrior. Wir müssen nicht durch die ganzen Skills gehen, aber es gibt ein paar Passive und ihr könnt euch das alles in Ruhe durchlesen. Ich verlinke euch das in den Kommentaren. Nur mal so ganz kurz. Greift den Feind 2-mal an, fügt mehr Schaden zu, wenn die HP vom Feind low ist. Und greift zusammen mit diesem Boomerang Warrior an, wenn sie in deinem Team ist. Also quasi greifen die gemeinsam an. Also so ähnlich wie Sylvia. Die müssen dann aber im gleichen Team sein. So, glänzt alle schädlichen Effekte von dir selbst und erhöht deine Angriffskraft für 2 Runden und man bekommt direkt einen Proc. Krank auf Gewalt, also quasi wie Rakans zweiter Skill, dass man Attack Buff bekommt, nur für 2 Runden und keine Immunity und dass man, naja, dann glänzt, aber auch ziemlich nice. Und der dritte Skill greift einen Feind 2-mal an. Fügt Schaden 50% mehr Schaden zu, wenn er weniger als die Hälfte hat. Wenn er die Hälfte oder weniger HP hat. Und den Damage, der Boomerang Warrior macht, bei diesem Ziel, also das andere der andere Monstertyp, wird bei 50% erhöht, wenn beide zusammen angreifen. Nice. Also das war Talia Wasser. Dann haben wir hier es gleich wieder. Beim zweiten Skill haben wir einen AOE, der 2-mal trifft und die für eine Runde stun. Und dann haben wir eine Passive. Die Verteidigung vom Gegner wird für eine Runde leider noch reduziert. Und die Attack-Leiste vom Gegner mit vorteiligen Effekten wird bei 15% reduziert. Und dann hat es auch wieder, wenn die zusammenarbeiten, dann haben die noch mehr Attack by Reduction und so. Könnt euch das in Ruhe durchlesen, wie gesagt. Aber sieht interessant aus. Ich finde diesen Double Strike sehr nice. Oder heißt das Double Strike? Nee, Spirit Focus finde ich mega nice. Das sieht
echt cool aus. Und Light und Dark sind natürlich noch viel besser. Und bei den anderen haben wir jetzt zum Beispiel hier Defense Break für eine Runde, greift wieder mit dem anderen an. Dann haben wir hier, greift dreimal an. Defense Break und Attack Power für eine Runde und Heal Recovery. Ich finde es schlecht, wenn es nur für eine Runde ist. Also dieser Boomerang Warrior sieht ein bisschen schlechter aus. Und dann hier bekommt 35% weniger Schaden von Gegnern, die Vorteile Effekte haben und fügt 35% mehr Schaden zu bei Gegnern, die keinen vorteiligen Effekt haben. Ja, und dann wirkt sich das immer auf den anderen aus. Vielleicht ist es auch so, dass die Boomerang Warriors vielleicht 3-Sterne-Monster sind und die Shamans Forster. Wir wissen bis zum jetzigen Punkt noch nicht mehr als das, was hier steht. Aber ich denke, das sind schon mal interessante Infos. Und in spätestens 5 Tagen oder so werden wir dann mehr darüber erfahren. Dann werde ich das alles in einem Video euch mitteilen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, wenn euch die Information gefallen hat. Und schreibt mir rein, welche Formwandlung ihr wollt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Summoners War Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.